Super Mario Maker 64 ist schon seit einer längeren Zeit draußen und Zuschauer haben mir echt viele Level gesendet. Deshalb habe ich mir für dieses Video drei Level ausgesucht, die ich spielen werde. So Leute, wir sind jetzt direkt drin in dem Level Snowy Wonderlands von Z-Liquid. Ich habe übelst Bock. Es ist anscheinend ein Schneelevel, okay, ist nice. Man sieht ja nicht so oft Schneelevel, eigentlich sieht man oft so Graslevel. Und hier ist Toad mal wieder, was geht Toad? Hilfe, Wiggler macht Faxen. Kannst du uns helfen, ihn zu besiegen? Ja, na klar kann ich ihn besiegen, oder was geht ab? So, ich habe Bock auf jeden Fall. Aber Jungs, ich bin natürlich der beste Mario 64 Spieler, deswegen... So, Gumba! Okay, gefetzt. Deswegen sollte mich das nicht abhalten und... Oh mein Gott, Bruder. Egal, Jungs, scheiß drauf. Ich schaff das. Let's go. So, was wollen diese Münzen sein? Hä, was? Z-Liquid ist das gewollt? Oder warum kann ich da durch? Ja, okay, dann nehme ich mit. Oder soll ich jetzt diesen Jump schaffen mit dieser Kamera? Okay, irgendwie habe ich das geschafft, Real Talk. Oh mein Gott, fiese Stelle, Real Talk. Zack. Ah, es macht da noch einen Schneemann, Bruder. Übertreib halt komplett, okay. Bruder, er macht schwierigstes Level ever. Oh mein Gott, close. Safe, warte. Oh mein Gott, Bruder, das ist so ehrenlos. Z-Liquid, was schickst du mich hier? Zack. Safe. Und da ist ein Stern. Komm, Mario, hol den Stern. Sehr nice. Erster Stern ist drin. Hier, ich schalte gleich einen Cooper Race. Aber erstmal. Bruder, Mario, rutscht doch nicht so, Bro. Erstmal hier Schild lesen und so. Okay. Was ist das, Bruder? Ein Baum. Ja, das Superrennen könnte anstrengend werden, aber wir schaffen das. Rein da, komm. Wo ist eigentlich die Flagge? Ja, scheiße. Komm, wir machen erstmal so einen Shortcut. Bruder, scheiße, wie schnell ist der, Bruder? Bruder, der ist auf Doping, sage ich. Bruder, Cooper, wie schnell? Oder was auch immer Cooper genommen hat, ne? Aber der ist echt ein bisschen krank schnell. Und oh mein Gott, man rutscht halt ins Feuer rein, ne? Obwohl, das Feuer hat mich ein bisschen geboostet. Oh nein, nicht diese Dinge. Alle guten Dinge sind drei, let's go. Bitte nicht ins Feuer. Oh mein Gott, okay. Zu spät. Jetzt hier wieder diese ehrenlose Passage. Digga, er kommt. Bruder, er will richtig meinen Arsch, Bruder. Er kommt richtig nach unten. What the fuck? Oh mein Gott, nein. Kopf an Kopf. Man, diesmal ohne Lava. Sehr schön. Und ich rutsch da runter, Bruder. Nein, nein! Warte dich doch hoch, Mario, bitte. Real Talk, Cooper cheated. Real Talk, was ist denn das? Er ist vor mir am Ziel. Ich glaub's nicht. Mir fehlen die Worte, Real Talk. Keiner. Leute, ich hab einen neuen Plan. Wir machen den hier. Ja, Z-Liquid, gib mir Weltrekordtitel für dein Level. Der Triple Jump war ja mal übelst krass. Bruder, BAM! So geht das, Bruder, mit Triple Jump. Leute, bevor wir jetzt ins Finale stürzen und Wiggler killen, kümmere ich mich erstmal ein bisschen um die Münzen. Und, Bruder, ich will diese Passage fuck. Oh, bitte, das sollte ausreichen für 100 Münzen, oder? Clean, reicht aus. Let's go. So, und jetzt die Red Coins, ne? Also, Bro, kranke Red Coins, wirklich. Aber was machen wir? Nur eins. Weil ich bin mir halt auch echt nicht sicher, wo ich zuerst hinspringen soll, ne? Ich mach zuerst den hier. Zwei. Hier sind halt sehr ehrenlose Triple Jumps, ne? Also, okay, warte, das sollte ein Long Jump sein. Hier, sehr gut. Der Baum ist echt ehrenvoll. Dann rutscht man nicht runter halt. Jetzt darüber. Let's go. Okay, warte, jetzt hier. Oh mein Gott. Jetzt muss ich wieder hochlaufen, oder was war das? Boah, das ist mit diesem Gumba los, hä? Ist der Gumba irgendwie los? Der checkt mich gar nicht. Hier, der läuft einfach im Kreis. Gumba, hallo? Bro, dem geht's gar nicht gut. Digga, der Arme. Bro, er denkt, ich bin sein König oder so. Digga, der läuft immer noch im Kreis. Leute, noch eine Red Coin, noch eine Red Coin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Easy. Da ist der Stern, Jungs. Let's go. Also, Leute, wir haben jetzt so gut wie jeden Stern in diesem geilen Kurs gemacht. Und jetzt fehlt uns nur noch der Wiggler-Fight, ne? Bruder. Ich bin gerade krank verwirrt. Oder selbst wenn ich jetzt da oben bin, ne? Auf dem obersten Punkt. Ich schaffe diesen Sprung nicht. Hä, es fehlt doch irgendwas im Level. Oder wie soll ich da hinkommen? Das ist abgespaltet einfach vom Rest des Levels. Okay, Leute, das Level war echt cool. Viele tricky Jumps, aber ja, leider muss ich das Level abbrechen, weil ich check halt ehrlich nicht so, Bro. Okay, Freunde, weiter geht's mit dem nächsten Level. Und zwar wieder von Dodobob. Dodobob hat schon in der ersten Folge ein Level eingesendet. Und das war halt eher so ein Experiment-Level, ne? Und jetzt, Bro, der Typ hat sich gesteigert. Das sieht krank aus. Ist echt krass. So, hier ist wieder eine Cooperin. Nice, nice. Boah, dieses Level ist wieder. Oh, geil. So, es gibt 6 Sterne mal wieder. Hier ist eine Höhle. Anne, hier geht das ganze Level weiter oder was? Hä? Bro, was ist das? Bruder, die Verwirrung ist dafür. Ah, Stern. So, hier ist wieder eine Höhle. Wir gehen mal rein. Bruder, ich hab grad richtig Bock, den zu verkloppen, ne? Bruder, komm her. Bro, wer denkst du, wer du bist, Bruder? Komm her. Bam! Erster Hit. Leute, das mache ich mit Leuten, die Gen Toxin nicht abonnieren, Leute. Warte auf. Warte ab, warte ab. Bam! Ich finde, der Fight ist so easy, ne? Noch ein Hit. Zack, Bruder. By the way, Leute, ne? Wenn ihr auch Level baut in Mario Maker 64, dann joint sehr gerne beim Discord, denn dort könnt ihr mir die Level gerne einsenden. Wir gehen jetzt mal in dieses Haus rein und hier sind 2 Piranha-Pflanzen, die schlafen. Okay, Gänsehaut, Bro. Die Frage ist jetzt halt, soll ich die killen oder so? Was geht? Achso. Ah, die beschützen den Stern richtig. Ja, Bro, wird mir stinken, wenn ich er wäre, ne? Ich kann noch so an den Stern rankommen. Aber für die Münzen, für die Münzen. Zack, Bruder. Schlafen gelegt. Ah, ne, da war schon schlafen. Ja, scheiß drauf. Bei der Comedy King heute, oder? Dangerous Lava und so. Okay. Aber erstmal holen wir uns den 100 Münzstern. Let's go. Das Scooper-Rennen. Let's go. So, Jungs. Vertraut Usain Bolt. Hier kann ich da irgendwie schneller hinkommen? Ne, ich muss hier noch. Oh mein Gott, warum hast du eine Stampfattacke, Bro? Ja, ich nehme den normalen Weg, normalen Weg. Das wird schon easy. Bruder, wo ist er überhaupt? Hä? Digga, ist überhaupt losgelaufen? Oder wird er gerade nicht gerendert oder so? Hä? Wo ist er denn? Achso, ah, moin, was geht, Bro? Wir sind einfach fast mit dem Level durch. Wir haben 4 rote Münzen. So, hier ist auf jeden Fall eine Red Coin. Boah, so groß ist die Map doch gar nicht, dass ich die übersehen kann. Ist da eine Red Coin? Da, safe eine Red Coin. Ja, zack. Nice, haben wir. Hey, ich hab die übersehen einfach. Ich war doch gerade eben hier.
Okay, Nummer 7 ist da. Also guck mal, ich muss mal so denken, was würde ich machen, wenn ich der Level-Entwickler wäre, ne? Eigentlich würde ich die Redcoin dann noch da oben platzieren. Aber da bin ich mir halt nicht sicher, wie man da hochkommt. Ah, vielleicht muss man aufs Dach einfach. Okay, der Jump sieht nicht möglich aus, aber der hier sieht möglich aus. Oh ne, der sieht auch unmöglich aus. Aber ich mache einfach mal einen Long Jump. Der Longjump war es nicht. Ne, der kannst du so perfekt abspringen, wie du willst. Das geht nicht, sage ich euch. Das muss irgendwo hier sein. Vielleicht wieder in diesem komischen Raum mit dieser Wand, wo ich verwirrt war. Das könnte es sein. Doch, hier ist safe. Oh mein Gott. Ja, okay, das ist die letzte Red Coin. Dass ich da nicht vorbeigeschaut habe, war echt ein bisschen lost, Alter. Cooles, entspanntes Level, Dodo Bob. Mach weiter so. Piranha, Plants, Hill von Jay. Aber das Level ist auf jeden Fall ein bisschen ähnlich zu dem Level, was wir gerade von Dodo Bob gespielt haben. Ne? Ein bisschen Wiese und oh mein Gott, Bruder. Bro, willst du noch mehr Piranha-Pflanzen platzieren? Bro. Und, hä? Hier ist ein Schalter, lol. Ja, der ist aktiviert. Bro, Jay übertreibt komplett mit dem Versteck der roten Münzen. Der ist echt die zwei schwierigsten roten Münzen, die ich je gesehen habe. Bam, gefluppert so, zack. Und hier ist ein Stern, nice. Nein, das ist mit den Bäumen los. Nein, die sind abgekattet einfach. Wenn hier kein Stern ist, bin ich enttäuscht von mir selber. Let's go. Ich habe eine Spürnase für Sterne, Jungs. Vertraut mir. Yes, Sir. Oh, Cooper rennt. Ah, da ist die Cooper-Flagge, aber hä? Wir müssen, da ist Treibsand auf jeden Fall. Und doch, Digga, ich wollte erst die Redcoin einsammeln. Ja, jetzt habe ich hier einen roten Witzenstern. Aber, Bro, hä, wie soll ich jetzt hochkommen? Bruder, er denkt Speedrun. Schau mal deine Eier. Ach so, ja, ja, das kannst du natürlich. Aber vielleicht soll ich einfach hier hoch? Ja, ich muss einfach hier hoch. Okay, sorry. Toll, dass ich dich hier gechallenged habe, Digga, sorry. Ja, scheiß auf Cooper, Bro. Wir holen uns erstmal hier den roten Münzstern. Also, Digga, der Typ liebt Piranha-Pflanzen auf jeden Fall. Oh, da ist ein Stern. Okay, gut zu wissen. Aber erstmal wird hier dieser Bitterhops genommen. Nein, ich hab verkackt, oder? Ja, scheiß drauf, komm. Aber gib ihm. Nein, ich hab reingetrocked. Safe. Nee, passt. 10 Sekunden. Bruder, Weltrekord Speedrun Gaming. Digga, der Stern ist nicht über dem Boden. Das ist die letzte Münze, Jungs. Und jetzt haben wir den 100-Münzstern. Let's go. So, der letzte Stern, das wissen wir schon. Aber wir wissen halt nicht, wie wir da hochkommen. Das ist ein Problem. Weil ich einfach von innen drin Walljumps und aushält. Doch, man kann da hoch. Das ist auch so gewollt. Ey, guck mal, ich sehe schon. Yes, let's go. Und hier haben wir noch Pinguin. Was geht? Was? Okay, sorry, Bruder. Okay, ich spreche dich nie wieder an. Oh, hier ist doch Tod. Was geht? Tod, zuerst mal den Stern ein. Und Tod, du beendest das Video. Komm, deine Worte sind Gold. What's up?